der nach etwas Höherem strebt. Denkt er mehr an Hierarchien, denn Gründen, wofür er lebt. Mancher meinte, wird den Sinn nicht sehen in dem, was ich sage. Seit wann steht Sehen für das Wahrnehmen von Sprache? Ich dreh die Sprechmuschel zum Ohr und den Hörer zum Kinn. Mein Tonabnehmer liest Breitschriftwörter zwischen den Rillen. Lausche Taubrauschen vom Staub auf konservierten Konversationen und find im Hörsinn einen höheren Sinn. Präkognition oder Telepathie. Ich seziere eure Satzbausteine und zerlege sie im Wissen, dass es euch nicht schmeckt, dass ich euch nicht riechen kann. Geschmacklose Burger, Fastfood aus dem Tiefkühlschrank, Monopoly-Spiel ums Monopol von Gut und Saat. Aspartam, Fluorid, Zahnpasta, Mononatrium, Glutamat. Ja klar, es gibt verschiedene Geschmacksverstärker. Vielleicht sponsert Nestle auf der Gegendemo ja die Wasserwerfer. These cats drink champagne to toast death and pain. Gleichnisse von Karriereleitern und Hamsterrädern, um vorzutäuschen, dagegen anzugehen. Gegen Jobs, zu denen sie im Anzugehen, gegen anzugehen im Banksy-Shirt. Dann fängt das Rad sich wieder an zu drehen. Menschen animieren, versuch's in Cinema 4D. Weil's leichter fällt, statt auf die Straße ins Internet zu gehen. Schwache Rebellen, starke Alkoholiker mit Palituch und Camouflage-Look. Wird es logischer, modischer, wenn wir im Molotow-Cocktail Oranienstraße doch nicht alles so schlecht finden an den Taliban. Gleiche Tattoos als Zeichen der vom Leben gezeichneten. Wer Liebe ernten will, sollte kein Blei stiften und keinen Streit sehen. Doch ich teile eure Dreiecke mit deiner Kreissäge. Nenn mich gerne Spaßverderber, aber das Kämpfen ist heute mehr und mehr zur Show verkommen wie Capoeira. Wir kämpfen gegen nichts, wir haben einfach nur so schöne Schuhe an und irgendwelche Klamotten. Den Individualismus feiern, so was ja auch unsere Gesellschaft einfach ist. Jeder ist halt irgendwie so ein Individuum. Keine Ahnung, was ich sagen wollte.